Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Mario Wolosch und in diesem Video möchte ich Ihnen eine neue Enterprise-Funktion vorstellen, die wirklich in sich hat. Also damit können Sie wirklich Sachen anstellen, die Ihnen einen erheblichen Konkurrenzvorsprung liefern werden. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie haben ein automatisiertes Webinar und verkaufen dort ein Coaching-Produkt. Und wie das Leben so ist, nur 5% der Webinar-Teilnehmer, weil Ihr Webinar eben, weil das Produkt, was Sie verkaufen, recht hochpreisig ist, kaufen nur 5% der Webinar-Teilnehmer Ihr Produkt und 95% kaufen eben Ihr Produkt nicht. Und deshalb stellen Sie ein, per Clicktip-Automatik, dass jedes Mal, wenn das Webinar zu Ende ist, dass danach für diejenigen, die das Produkt nicht gekauft haben, einen Tag danach eine Mail rausgeht an Ihr Verkaufsteam, die dann anfangen, ihre Kunden nochmal abzutelefonieren. Also nur diejenigen, die einen Tag nach dem Webinar nicht gekauft haben, die bekommen dann von Ihnen einen Anruf. Und wie wäre das jetzt, wenn die Personen in Ihr Verkaufsteam vor dem Anruf alle Social-Media-Profile zur Verfügung hätten, die es zu dieser Person gibt? Also mit anderen Worten, wenn wir in Clicktip reingehen würden, den Kontakt aufrufen würden und dort eine Liste hätten mit dem Google-Plus-Profil, mit dem LinkedIn-Profil, mit dem Xing-Profil, mit dem Facebook-Profil. Man könnte sich also anschauen, wer ist diese Person, um was geht es bei dem im Business. Man kann sich vorher schon ein bisschen was überlegen zu der Person, den anrufen und dann sehr, sehr zielgerichtetes Marketing betreiben. Oder stellen Sie sich eine andere Situation vor. Bei Ihnen im Unternehmen bewirbt sich ein neuer Kandidat und Sie gucken sich jetzt die Bewerbung an, sieht alles cool aus. Und wie wäre das jetzt, wenn Sie zu diesem Bewerber mit nur einem einzigen Mausklick alles, was zu diesem Bewerber im Netz existiert, sich in Ihr Clicktip-Konto hineinladen können? Nun, wenn das nach einem unerfüllten Unternehmertraum klingt, dann kann ich Sie beruhigen, denn mit Stand heute haben wir genau dieses Feature in Clicktip implementiert, mit dem Sie über einen bestimmten Teil Ihrer Zielgruppe oder auch gerne über alle Kontakte Clicktip losschicken können und Clicktip rennt los über das Netz und spidert sozusagen von ihren Kontakten wie eine riesengroße Datenkrake dann eben Informationen zu den Personen in Ihrem Clicktip-Kontaktnetzwerk. Sehr, sehr coole Funktion. Und ich möchte Ihnen in diesem Video ganz kurz vorstellen, was Sie tun müssen, um das Ganze in Ihrem Clicktip in Enterprise-Konto eben freizuschalten. Also das ist natürlich eine Funktion, bei der wir natürlich auch ein bisschen Vorsicht behalten lassen. Das können wir nicht jedem in die Hände geben. Deshalb ist das also eine Clicktip-Enterprise-Funktion. Ja, erstmal hatte ich Ihnen in dem Video zum Visitenkartenumsatzgenerator schon mal Full Contact vorgestellt. Full Contact ist ein Tool, ein Adress-Tool, mit dem man letztendlich unterschiedliche Sachen machen kann. Zum Beispiel kann man mit Full Contact Visitenkarten abfotografieren und eine halbe Stunde später hat man die Daten der Visitenkarte von echten Menschen eben abfotografiert, dann eben in Full Contact und über eine Clicktip-Automatik können Sie dann diese Daten auch wunderbar in Ihr Clicktip-Benutzerkonto automatisch reinladen. Sie können schon auf Ihrem Smartphone Tags vergeben und dann eben unterschiedliche E-Mail-Kampagnen auf der Basis dieser unterschiedlichen Tags eben beginnen. Das Geile ist bei Full Contact, dass Full Contact auch eine API-Schnittstelle hat, die man einfach ansprechen kann mit der E-Mail-Adresse und Full Contact gibt einem dann einfach alle Daten von dieser E-Mail-Adresse zurück, die so frei im Netz zugänglich sind. Also um alle Datenschützer, die dieses Video ansehen, zu beruhigen, wir sind hier nicht etwa die Stasi 2.0, die jetzt einfach hergeht und da irgendwelche geheimen Informationen da zusammenträgt. Nein, es geht natürlich nur hier um Informationen, die öffentlich frei verfügbar sind. Also genauso wie Sie jetzt hergehen können in Facebook und da nach einer E-Mail-Adresse suchen können und dann eben die Profilinformationen bekommen, genauso können Sie das eben auch programmatisch einfach erledigen. Und das Coole ist eben über Full Contact, funktioniert das eben über sehr, sehr viele Plattformen. Ich glaube, Full Contact fragt, ich müsste jetzt lügen, so 60, 70 unterschiedliche Plattformen ab und schaut da an unterschiedlichen Stellen im Internet nach. Also da laufen ziemlich viele Sachen ab. Und wir von Clicktip können also jetzt auch über die Full Contact API wunderbar auf diese Daten zugreifen.
Und in diesem Video möchte ich Ihnen ganz kurz die Schritte zeigen, die notwendig sind, damit Sie das in Ihrem ClickTip Enterprise Konto einrichten. Zunächst einmal brauchen Sie ein ClickTip Enterprise Konto und Sie brauchen ein Full Contact API Konto. Das bekommen Sie kostenlos von Full Contact. Wenn Sie das dann haben, also Sie gehen einfach auf die Website fullcontact.com, erstellen sich dort einen neuen User und dann ist das hier die URL https://portal.fullcontact.com/sign-in und dort loggen Sie sich dann mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort ein. Und wenn Sie das gemacht haben, dann haben Sie halt hier so einen API-Schlüssel und diesen API-Schlüssel, den kopieren Sie sich einfach. Hier einfach markieren, dann rechte Maustaste kopieren und dann fügen Sie den bitte hier bei Full Contact Einstellungen eben hier ein. Und dann können Sie hier noch eine Full Contact Likelihood eingeben. Das ist die Signifikanz, die Full Contact an ClickTip mit übermittelt. Also quasi die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass die Daten, die Sie da bekommen, richtig ist. Und wir haben jetzt hier einfach mal 85 eingestellt und das soll im Prinzip bedeuten, jedes Mal, wenn von Full Contact ein Datensatz zurückkommt, der eben, ja, wo eben eine Zahl von 85 oder größer 85 drin steht, dann akzeptieren wir die Daten als richtig. So. Und das Tolle ist jetzt bei Full Contact, dass das Ganze erst ab 500 gematchten Personen etwas kostet. Also bis 500 Kontakte. Und der wichtige Unterschied ist dabei, hier geht es nicht um API-Aufrufe, die ClickTip macht, sondern es geht wirklich nur um echte Daten, die wir von Full Contact zurückbekommen. Also für bis zu 500 Personen pro Monat können Sie bei Full Contact kostenlos die Daten abrufen, was sehr cool ist. Also wenn Sie davon ausgehen, dass zum Beispiel, wenn Sie hier eine Liste haben von 1.000 Empfängern, ja, und Full Contact kennt ja jetzt auch nicht, hat jetzt ja auch keine Matchquote von 100%, sondern wenn Sie jetzt einfach mal davon ausgehen, ja, dass da irgendwie 30, 40% von den E-Mail-Adressen, die Sie haben, da wirklich dazu Daten existieren im Netz, dann kommen Sie also auch hier mit relativ großen Listen schon dahin, dass Sie das alles noch kostenlos abrufen können. Also ziemlich cool. Und das also von Full Contact. Und wenn Sie dann hier darüber hinausgehen wollen, dann kostet das halt ein paar Cent. Das ist aber wirklich für das, was Sie da bekommen, keine große Investition. So, jedenfalls speichern Sie dann halt hier diesen API-Key und danach sind Sie schon ready to go. Ich füge jetzt hier mal eine neue Adresse hinzu. Und zwar ist diese Adresse Bart @fullcontact.com. Das ist auch gleichzeitig der CEO von Full Contact. Der hat nämlich hier seine E-Mail-Adresse in Full Contact auch als Demo-Adresse hinterlegt. Und diesen Kontakt füge ich jetzt einfach mal hinzu. Und dann gehe ich einfach hier auf die ClickTip-Kontaktsuche, sehe dann hier diesen einen Kontakt, den Bart@fullcontact.com, den aktiviere ich jetzt. Und dann sage ich hier: Kontakte mit Full Contact Daten vervollständigen. Auf diesen Button klicke ich jetzt und dann sage ich hier einfach: Jawohl, ich möchte die Daten haben. So. Und jetzt läuft im Hintergrund ein Click-to-Batch-Job los, der dann zeitlich in gewissen Abständen, und zwar so in gewissen Abständen, dass die Full Contact API hier nicht überstrapaziert wird, dann dementsprechend ruft die Daten ab und aktualisiert dann eben dementsprechend die Kontaktdaten mit den Profilinformationen von Full Contact. Und wenn der Job dann fertig ist, dann bekommen Sie von ClickTip auch noch eine CSV-Datei per E-Mail zugeschickt, nochmal mit allen Daten da drin. Und diese CSV-Datei, die können Sie sich dann auch ansehen. Da sehen Sie dann auch ganz genau, welche Fehler gelaufen sind, wie hoch das Signifikanzniveau ist und, und. Gut, das kann jetzt ein paar Minuten dauern. Also wenn Sie jetzt hier, geben Sie da bitte ClickTip mal so 5 bis 10 Minuten. Und im Moment sehen wir hier also noch keine Profilinformationen. Ja. Das kann also jetzt einfach ein paar Minuten dauern. Ups, so schnell ist es. Also Sie sehen, hier ist es schon da, hat nicht mal eine Minute gedauert und schon haben wir hier dieses Profilbild von dem Bart@fullcontact.com und ich kann jetzt hier einfach gucken, okay, was ist das für einer? Gehen wir mal in Facebook rein. Ah, alles klar. Okay, offensichtlich mag der Natur. Der war also hier auch schon mal irgendwie in Tokio unterwegs. Der ist hier auch oft auf Vorträgen. Dann kann ich mir mal so ein bisschen angucken, was der hier so geliked hat. Dann gucken wir uns doch auch mal so an, was hat er denn hier so auf seinem LinkedIn-Profil stehen?
Der Chef von Full Contact, er hat ja auch eine schöne Zusammenfassung geschrieben, wunderbar. Wenn ich den jetzt anschreiben wollen würde oder mit dem irgendwie ein intelligentes Gespräch führen wollen würde, hätte ich hier auf jeden Fall schon mal echt eine Menge Informationen. Und Sie sehen, hier geht es also auch weiter. Hier gibt es zweimal die Profile auf auf angel.co, weil er da einfach auch zwei Accounts einfach hat. Was haben wir hier noch so? Ja, YouTube-Verzeichnis, Google Plus, Xing ist auch immer ganz interessant. Also diese ganzen professionellen Business-Portale, die sind alle ganz spannend, finde ich. Und für Leute, die hier Telefonsales machen, ist das eigentlich ein absolutes Muss, dass sie, bevor sie diese Person anrufen, sich einfach mal deren Social-Media-Profile anschauen, einfach um vorher schon mal so ein bisschen zu verstehen, was hat diese Person denn gerade da so im Internet vor ihrem Telefonat schon gemacht. Sie können also damit wunderbar diese Person kennenlernen. Und was übrigens auch noch ganz nett ist, wir haben jetzt hier auch noch den Vornamen bekommen, den Nachnamen, noch die Firma und auch noch ein paar Adressinformationen mit dazu. Also alles, was so Full Contact so liefert, das wird also automatisch jetzt hier Datenbank mit gematcht und damit ist ClickTip schon ein echtes CRM-System geworden, mit dem Sie schon echt hier eine ganze Menge machen können. Also, aus meiner Sicht eine riesengroße Erweiterung für professionelle Anwender, denen professionelle Business-Kommunikation wichtig ist, die mit ihren Kunden im persönlichen Austausch stehen, gerade auch im Recruiting-Bereich, wenn sich Leute bei Ihnen bewerben, ja, dass sie sich vorher mal den Bewerber anschauen, was hat er denn da so für alles so im Netz gepostet vorher, ja. Also da können Sie eine Menge sehr, sehr wertvolle Informationen rausziehen. Ich hoffe, dass diese neue Funktion Ihnen gefallen wird und wenn sie Ihnen gefallen hat, dann seien Sie bitte so lieb und ja, schenken Sie mir einen Daumen hoch, bewerten Sie das Video positiv und schreiben Sie mir einen Kommentar, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße aus Sofia. Ihr Mario Bosch.